Große Premiere für das neue Weihnachtsmärchen des Neusser Schlittschuhclubs in der Neusser Eissporthalle. Die Erstaufführung geriet wie schon erwartet zu einem unvergesslichen Event. Kein Wunder, dass da die Promidichte besonders groß war. Über 100 Eisläufer vom NSK und Dutzende NSK-Eltern sorgten für eine grandiose Show mit tollen Kostümen, atemberaubenden Kulissen und flotter Musik. Stadtkurier-TV-Reporterin Dorina Linzen war für uns vor Ort. Wir befinden uns in der Neusser Eissporthalle bei der Premiere von den 8 Tagen um die Welt. Und hier hinter den Kulissen sind schon alle ganz aufgeregt. Und wir gucken jetzt auch mal, wo wir die Hauptdarsteller finden. Hallo Lea, du spielst die Lucy hier bei den 8 Tagen um die Welt. Bist du aufgeregt oder? Nee, eigentlich gar nicht. Hast du irgendwo vor Angst oder freust dich einfach, wenn alles glatt über die Bühne läuft? Nee, ich freue mich, wenn alles glatt über die Bühne läuft und hoffe, dass auch alles glatt über die Bühne läuft. Ja, es läuft alles hervorragend. Es wird schon schief gehen. Das Einzige ist, dass unsere Garderoben heute saukalt sind. Die Heizungen sind alle ausgefallen. Wir mussten heute nochmal Bauheizstrahler organisieren. Aber mittlerweile geht's. Hier in der Halle ist es auch geheizt. Und jetzt kann es nur noch schief gehen. In 8 Tagen um die Welt, die Jagd nach der goldenen Königskette, führt die Zuschauer einmal rund um den Globus. Nach Wien, Monte Carlo, nach Ägypten, nach Bollywood, nach Las Vegas. Kurz gesagt, den Zuschauern wird einiges geboten. In der Pause der Premiere gab es außerdem noch ein ganz besonderes Highlight. Die deutschen Meister im Eistanz Stefanie Froberg und der vom NSK stammende Tim Giesen führten ihre Kür auf. Also die Leute waren begeistert. Die meisten sagen, das war genauso eine gute, wenn nicht eine bessere Show als vor 2 Jahren. Und dann hoffen wir mal, dass die Leute recht haben. Wie hat Ihnen das diesjährige Weihnachtsmärchen denn gefallen? Das war ein wunderbarer Abend, einfach die tollen tänzerischen Darbietungen, die flotte Musik und einfach auch zu wissen, wie viel Leidenschaft, wie viel Begeisterung auch der Eltern, die tollen Kostüme gemacht haben, das Bühnenbild und all das dahinter steckt. Es war ein herrlicher Abend, den ich mit unseren 2 kleinen Kindern sehr genossen habe. Gab es denn bestimmte Bilder oder Szenen, die Ihnen besonders gut gefallen haben oder die besonders gut in Erinnerung geblieben sind? Der Octopus's Garden ist mir schon in besonderer Erinnerung, einfach von der Vielfalt der Farben, von der wunderbaren Musik. Aber eigentlich ist es ganz schwer zu entscheiden, weil man New York und der Tanz in Indien, also man wird immer einer Darbietung ungerecht. Es ist jedes ein Bild für sich gewesen, ob Indien, ob China, ob der tolle Strand in Kalifornien. Also das war ein wunderbares Mosaik, jeder Stein wunderbar. Und jetzt kann die Weihnachtszeit so richtig beginnen. Das ist eine tolle Einstimmung auf die Adventszeit. Ja, ein bisschen gearbeitet wird noch, aber zunehmend auch der Advent genossen. Okay, vielen Dank. Ich glaube, das war die richtige Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Gerade die Kostüme haben sehr beeindruckt, die Kulisse war klasse. Und vor allem, dass so viele Altersstufen auch da sind, finde ich klasse, wenn junge und auch erfahrene Kräfte miteinander so ein schönes Märchen auf die Beine stellen.